Guten Morgen. Guten Morgen. Unser Atlatus ist schon da. Der alte Streber, der... Man muss streng sein gegen sich selber, um das Recht auf Milde gegen andere zu haben. Mao Zedong oder was? Sie meint Konfuzius? Nein, keine Ahnung. Der, der es gesagt hat, hatte jedenfalls recht. Können Sie schon was sagen? Nicht viel. Er wurde durch 3 Schüsse getötet. Einer wahrscheinlich der letzte aus nächster Nähe. Eine Hinrichtung? Ja, durchaus möglich. Alle Schüsse gingen in den Oberkörper. Gabriel Vermeulen, Belgier. Der KDD hat gesagt, dass es 2 Opfer sind. Ja, richtig. Aber da das 2. Opfer nicht da ist, dürfen Sie davon ausgehen, dass es nicht tot ist. Okay, vielen Dank. Er wird gerade notoperiert. Er? Wie geht's ihm? Er wird noch operiert. Er wurde 2-mal getroffen. Ein Streifschuss am Kopf und ein Schuss in den Bauch. Keiner der Zeugen hat die Tat gesehen. Darum gibt es auch keine Beschreibung des Schützen. Eine Zeugin, eine Frau mit Hund, hat ausgesagt, dass ein Mann vom Tatort geflohen ist. Kann sie ihn beschreiben? Nein. Hat irgendjemand diesen Vermeulen gesehen? Nee, die Zeugenaussagen sind aber insgesamt widersprüchlich. Alle sagen was anderes. Das Einzige, worin sich alle einig sind, ist die Anzahl der Schüsse. Hat die Spuse die Hülsen gefunden? Auch nein. Aber sie gehen davon aus, dass der Täter von hier aus den ersten Schuss abgegeben hat. Vielleicht war es ein Profi. Mafia. Die Böhr hat ja schon mit denen zu tun gehabt. Was wissen wir über Vermeulen? Dass er freier Journalist war. Die Spurensicherung untersucht noch seine Wohnung. Was wollten die so früh im Park? Das müssen wir die Böhr fragen, okay, sobald er wieder aufwacht. Einen Moment, ich gebe sie weiter. Das Krankenhaus. Lanz? Ja? Sehr gut. Vielen Dank für Ihren Anruf. Er hat die OP überstanden. Er schafft's. Halleluja. Wann habt ihr euch eigentlich das letzte Mal gesehen? Nach der Sache mit dem verschwundenen Mädchen? Habt ihr das eigentlich geklärt? Du denkst, ich bin befangen. Bist du? Er ist nicht tot. Na, dann hoffen wir mal, dass er ein paar Antworten für uns hat. Hm? Brauchst du was? Nein, ist alles okay.